Verlassene Gebäude oder ruhige Parkhäuser. Das sind oft die typischen Orte, an denen Drogen konsumiert werden. Hier findet man dann Spritzen und andere Hilfsmittel. Bastian Blömers und Nathalie Stein vom Suchthilfeverbund Duisburg sind oft an solchen Konsumorten unterwegs, um aufzuklären. Doch der Zustand dieser Plätze ist alles andere als hygienisch. Wir sind hier an einem öffentlichen Konsumplatz, wie man hier sieht. Die Spritzen, mehrere Spritzen sind hier verteilt. Die Nadeln liegen hier nicht mehr. Die wurden mitgenommen, aber die Spritzen an sich liegen hier. Es ist ein Ort, wo es relativ geschützt ist, auch von der Straße oder auch vom Wetter. Also hier drunter kann man sich quasi auch verstecken. Aber es ist kein sehr hygienischer Ort. Also es ist halt nicht sauber hier zum Konsumieren. Gerade wenn man sich eine Spritze setzt, dann ist es relativ eklig, sag ich mal, so wie es hier aussieht. Dabei ist das Aussehen der Orte das eine. Das viel größere Problem ist das dadurch höhere Gesundheitsrisiko. Dieser Hauseingang ist nicht der einzige Ort in Duisburg, der somit gefährlich ist. Auch an vielen anderen öffentlichen Plätzen werden Drogen konsumiert. Wir sind jetzt hier in einem Parkhaus. Da bekommen wir immer wieder Meldungen aus verschiedenen Parkhäusern, dass Konsum beobachtet wird. Und wir sind jetzt hier an einem Ort, wo wir wahrscheinlich eher Konsum, inhalativen Konsum haben. Gerade haben wir ja den intravenösen Konsum gesehen. Und hier haben wir jetzt mehr Folien. Das spricht dafür, dass wir eher rauchenden Konsum haben. Und auch im Parkhaus spricht das Bild für sich. Zwischen Uringeruch und jeder Menge Müll hat man hier Drogen konsumiert. Dennoch überwiegen für die Drogenabhängigen die Vorteile eines Parkhauses. Ja, ein Parkhaus eignet sich natürlich sehr gut für Konsum, wenn man keinen anderen Konsumplatz zur Verfügung hat. Es ist windgeschützt, es ist wettergeschützt, es ist nicht direkt irgendwie an Passanten, man ist nicht direkt auf dem Präsentierteller quasi. Und um den Konsumierenden mehr Sicherheit zu geben, fordert der Suchthilfeverbund einen Konsumraum für Duisburg. Durch die sicheren Rahmenbedingungen eines solchen Raumes erhofft sich der Verein, die Zahl der Drogentoten zu verringern. Ein Drogenkonsumraum ist für Konsumierende einfach ein geschützter Raum, wo sie ihre Droge konsumieren können. Es ist immer noch illegal, aber in diesem Raum wird es halt geduldet. In einem Drogenkonsumraum kann man keine Drogen kaufen. Also ist es immer noch so, dass die Konsumierenden die Drogen mit in den Konsumraum bringen, aber da dann unter einer geschützten Atmosphäre konsumieren können. Sie bekommen da Spritzenbesteck, das, was wir gerade gesehen haben, was da rumlag, das bekommen die dann von uns. Und der große Vorteil ist einfach, sie müssen sich nicht verstecken, sie liegen nicht im Dreck. Es ist alles hygienisch und selbst wenn es einen Notfall geben sollte, sind halt Sanitäter vor Ort, das ist so vorgeschrieben, gesetzlich so vorgeschrieben. Bei einem Notfall würde halt sofort jemand kommen und helfen. Und das ist halt der große Vorteil. Dann kommt es eben nicht zu einem Drogentod quasi. Doch damit so ein Drogenraum in Duisburg entstehen kann, braucht es ein Konzept. Dafür müssen Suchthilfeverbund, Bürgerinnen und Bürger und die Stadt Duisburg an einen Tisch kommen. Und das ist aktuell gar nicht so einfach. Trotzdem hoffen die beiden, dass solche Konsumorte bald der Vergangenheit angehören. Warum es so schwierig ist, beim Thema Drogenkonsumraum alle an einen Tisch zu bekommen und warum die Zahl der Drogentoten seit langem wieder auf einem Höchststand ist, darüber wollen wir jetzt noch etwas genauer sprechen. Und zwar mit Nathalie Stein vom Suchthilfeverbund Duisburg, die ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Frau Stein. Guten Abend. Frau Stein, warum ist eine Einigung im Thema Drogenkonsumraum eigentlich so schwierig? Ja, es sind viele Aspekte, die in dieses Thema natürlich hineinspielen, wie die Meinung der Öffentlichkeit, Anwohner, die in solchen Räumen natürlich zu Wort kommen, die Meinung der Politik, der politische Willen, wie ist das momentan in der Kommune aufgestellt? Das sind alles Fragen, die da reinspielen. Bleiben wir doch gerne mal bei der Politik. Wie ist die Politik hier in Duisburg bei uns in diesem Thema, in diesem Bereich aufgestellt? Was ist die Meinung zu Ihrem Vorhaben? Aktuell gibt es eine Arbeitsgruppe der Politik, an der wir auch als Berater mit beteiligt sind. Durchaus kann ich sagen, dass die Politik sich offen äußert, aber es gibt momentan noch keinen politischen festgesetzten Willen und es bleibt weiterhin abzuwarten, wie die Politik reagiert hier in Duisburg. Sie haben auch die Anwohner angesprochen und das kann ich mir vorstellen, ist ja durchaus auch ein ambivalentes Thema. Auf der einen Seite ziehen sich aktuell Drogenkonsumenten in den öffentlichen Raum zurück, an abgelegene Orte, was den Anwohnern nicht unbedingt vielleicht gefällt, aber einen Drogenkonsumraum
will man vielleicht auch nicht unbedingt in der Nachbarschaft haben. Also wie kann man das auflösen? Ja, ein schwieriges Thema, wo natürlich die Anwohner und Bürgerinnen und Bürger der Stadt Duisburg auf jeden Fall mitgenommen werden müssen. Allerdings kann so etwas auch erst passieren aus unserer Sicht, wenn dann der politische Wille auch geäußert wurde. Denn warum? Also die Diskussion kann dann natürlich erst starten, wenn es einen festen Beschluss der Politik gibt. Und dann würden wir uns als Suchthilfeverbund natürlich wünschen, dass es eine offene Diskussion gibt, dass Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen können. Es gibt gewisse Vorkehrungen für einen Drogenkonsumraum. Also man setzt ihn auch nicht einfach so wild in die Laufbahn und dann läuft er, sondern es gibt rechtliche Grundlagen, die erfüllt werden müssen. Und sollte Raum sein, dass Bürgerinnen und Bürger informiert werden und dann sich mit der Thematik auch auseinandersetzen können. Ja, ich denke, der Ort ist ja ganz entscheidend. Also Sie könnten ja jetzt nicht einfach sagen, wir machen in den Räumlichkeiten des Suchthilfeverbunds einfach einen Drogenkonsumraum auf, richtig? Ja, das ist richtig. Das geht leider ganz so einfach nicht. Weil man hat ein bisschen die Räumlichkeiten bei uns gesehen. Sie sind sehr beengt schon für das Angebot Streetwork, was wir momentan haben. Das heißt, bevor die Corona-Pandemie angefangen hat, hatten wir auch so eine kleine Aufenthaltsmöglichkeit für das Klientel. In den Jahren ist aber Gott sei Dank der Zulauf sehr gestiegen. Das heißt auch, dass die Menschen immer mehr Vertrauen in unser Angebot finden und den Weg zu uns finden. Das heißt aber auch, dass wir jetzt mittlerweile gar keinen Raum mehr haben, um dort auch nur den kleinsten Aufenthalt zu bieten. Und ein Drogenkonsumraum muss gewisse gesetzliche Vorgaben erfüllen. Das heißt, es muss einen separaten Raum geben, in dem konsumiert wird. Es müssen mindestens 3 Mitarbeiter gleichzeitig vor Ort sein, die eine Sicht auf den Konsumvorgang haben. Das heißt, es muss ein zweiter separater Raum am eigentlichen Konsumraum dran sein, der dann einsehbar ist, sodass natürlich Mitarbeiter während der Konsumvorgänge auch geschützt sind vor Dämpfen und schädlichen Dingen. Aber jederzeit sehen, wenn es zu Drogennotfällen kommt und dann auch medizinisch eingreifen können und dort Unterstützung für die Menschen da ist. Das heißt, Sie brauchen auf jeden Fall einen gesonderten Raum. Und wenn wir jetzt einmal so ein bisschen auf andere Städte schauen, dann sieht man, auch in unserer Nachbarschaft gibt es bereits Drogenkonsumräume in Bochum, Dortmund und Essen zum Beispiel. Da scheint es zu funktionieren. Ist Duisburg dann da irgendwie ein bisschen hinterher? Sticht Duisburg da vielleicht auch ein bisschen negativ hervor? Ja, leider ist Duisburg im Hilfesystem deutlich hinterher. Das Hilfesystem unterteilt sich in mehrere Segmente in der Suchthilfe und wir reden hier über die niedrigschwellige Hilfe und da hat Duisburg bisher nur den Bereich des Streetworks, wo wir Gott sei Dank sogar auch die Erweiterung noch in den Norden haben, also es tut sich etwas. Aber es gibt viele Segmente, die noch fehlen und dazu gehört auch der Drogenkonsumraum und in NRW gibt es sehr viele Drogenkonsumräume. Wir würden uns freuen, wenn sich Duisburg anschließen würde. Ja, Thema Streetworking, das bieten auch Sie beim Suchthilfeverbund an, aber welche Angebote haben Sie genau noch, die Sie Drogenkonsumenten, Drogenabhängigen vielleicht auch anbieten? Man muss ja immer betrachten, dass Drogenkonsumenten eine Erkrankung haben, die Suchterkrankung, und die hat auch gewisse Stadien und wir versuchen eigentlich alle Stadien abzudecken, indem wir einen Präventionsbereich haben, der Aufklärungsarbeit macht, der schon in Schulen geht, aber da auch, wenn wir gucken, wie viele Schulen Duisburg hat und wie viele Präventionskollegen wir haben, eher schlecht abgedeckt ist. Wir haben dann 2 Drogenberatungsstellen, wo Menschen sich beraten lassen können, wenn sie merken, dass sie in eine Abhängigkeitserkrankung rutschen oder wenn sie aussteigen möchten oder generell einfach Beratungsbedarf zu ihrer Situation haben. Und dann als drittes den niedrigschwelligen Bereich für Menschen, die schon ein bisschen vom System abgehängt sind, sage ich mal, und nicht mehr so richtig den Zugang zum Hilfesystem finden. Da gehen wir auf die Straße, an die Plätze. Und dass diese Angebote wichtig sind, das sieht man auch an den Zahlen der Drogentoten. Vielleicht einmal noch kurz, kann man denn überhaupt genau definieren, warum dieser Anstieg jetzt kommt, woher der kommt? Ja, leider kann man das nicht so genau. Das ist natürlich Spekulation. Auch wissen wir nicht ganz genau, wie werden diese Zahlen überhaupt erhoben? Wie funktioniert das überhaupt? Wir gehen auch von einer hohen Dunkelziffer noch aus, die da an Drogentoten ist.
Und natürlich kann man jetzt spekulieren, dass aufgrund von Corona, wegfallenden Hilfsangeboten, viele Selbsthilfegruppen konnten nicht mehr stattfinden. Menschen sind noch mal mehr in Armut, in andere Problemlagen gerutscht durch die Corona-Pandemie. Das könnte natürlich sein. Am Anfang der Corona-Pandemie wurden Menschen aus Haft ganz plötzlich entlassen. Wenn die dann wieder anfangen zu konsumieren, kann auch schnell zu Drogennotfällen führen. Ja, aber ganz genau ist es nicht zu sagen, leider. Also es gibt zahlreiche Faktoren. Ja, wie es weitergeht mit dem Drogenkonsumraum, das wird die Zukunft zeigen. Frau Stein, ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal für den Moment, dass Sie hier waren und für dieses interessante Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung.